Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Teil 3. Es geht weiter mit dem Dämmen des Autos. Genau. Und zwar werden wir heute den Boden dämmen und morgen kommen dann die Wände dran. Richtig. Und dafür müssen wir erstmal alles richtig schön sauber machen. Wir haben uns ein Fettlösemittel gekauft und machen den Boden heute richtig sauber. Dann schneiden wir das Dämmmaterial und dann geht es auch schon ans Dämmen. Und oben drüber legen wir den alten Boden wieder ein, den wir nämlich behalten haben. Der war nämlich noch in Ordnung und ja, was man sparen kann, auch an Waste und an Kosten, das machen wir natürlich. Jo, also... Ja. Ja, das ist unser Dämmmaterial von Amaflex. Haben wir bei Amazon bestellt mit so Klebe, Selbstkleber. Ist 6 mm dick und einmal 5 Meter. 15. Ich muss mal gucken. So, losgehen. Draufgelegt, haben den Boden auch wieder drauf gemacht. Das ist nämlich noch ganz gut. Und heute geht's weiter. Im Sonnen. Na mal schauen. Jo, sollte 300 Kilo aushalten. Braucht man nicht hochgehen. Ja. Ja, also irgendwie sind die Videodateien verloren gegangen, die wir hier dann die Seiten und die Decke gedämmt haben. Aber im Prinzip ist es genau das gleiche wie beim Bodendämmen. Und zwar haben wir überwiegend selbstklebende Armaflex-Dämmmatten benutzt. Nur an die Stellen, wo wir nicht so gut mit den Händen rangekommen sind, da haben wir dann eben... ja, nicht selbstklebende benutzt, weil man dann ja die Dinger die Unterfläche einsprühen kann und dann hast du das schön reingeschoben. Ne? Du hat man mehr Flexibilität, einfach die Position zu finden und dann erst anzudrücken. Bei den selbstklebenden haftet das immer sehr schnell und dann ist es auch sehr schwierig, sie wieder abzukriegen.
Aber so im Allgemeinen würden wir dann schon eher die selbstklebenden zu über 90% in der Karosserie, aber die auch verklebt, die würden wir auch echt empfehlen. Joa, was gibt's noch zu sagen, Leute? Nichts mehr. Es hat alles länger gedauert, als wir gedacht haben. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Denn das hilft uns dabei, dass es noch mehr Leute zu sehen bekommen und das wäre richtig nice. Ja. Und ich würde sagen, wir machen heute einen Lazy Monday. Yes, of course. Und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.